Ich habe ein Handout verteilt mit den verschiedenen Themen, die ich heute anspreche. Mein Vortrag gliedert sich in 5 Abschnitte: buddhistische Ordensregeln, Ordensgemeinschaften und ihre Klöster. Zweitens, buddhistische Ordensgemeinschaften in Deutschland. Drittens, Hindernisse bei der Gründung von Klöstern. Viertens, soziales Engagement von Ordensgemeinschaften. Und fünftens, Perspektiven für die Zukunft. Ich beginne mit buddhistische Ordensregeln, Ordensgemeinschaften und ihre Klöster. Unsere Ordensregeln finden sich in der kanonischen Schriftensammlung zur Ordensdisziplin, dem Vinaya Pitaka. Das Gelübde der Nonnen umfasst mehr als 300 Regeln, das der Mönche mehr als 200. Sie sind in den Sammlungen der Ordensregeln für Mönche und Nonnen festgelegt. Ich vermeide hier zu viele Fachwörter, die findet man aber im Handout, wer sie braucht. Ein Orden oder eine Ordensgemeinschaft ist eine Versammlung von Mönchen oder Nonnen. In der Regel müssen es mindestens 4 sein. Wenn eine Ordensgemeinschaft in einem ordenseigenen Haus lebt, spricht man von einem Kloster, tibetisch Gömpa oder Sanskrit Aranya. Etymologisch bezeichnet Aranya ein Eremitendasein in der Einsamkeit. Ein Kloster oder eine Einsiedelei sollte etwa 3 Kilometer von der nächsten Ortschaft entfernt sein. Im Theravada wird ein Kloster als Vihara bezeichnet, tibetisch Zuklakang. Zuerst war es ein einzelner Raum bzw. ein Wohnsitz im Wald oder eine Hütte und später ein größeres Gebäude, das heißt ein organisiertes Kloster. Im Tibetischen bezeichnet Vihara eine Versammlungshalle, in der sich die Ordensgemeinschaft zur Bereinigung des Gelübdes und zur Rezitation der Ordensregeln 2-mal im Monat versammelt, im Theravada Uposatha-Halle genannt. Obwohl uns mehr als 9 verschiedene Vinaya-Überlieferungen bekannt sind, werden heute weltweit nur noch 3 praktiziert. Erstens der Pali-Vinaya in Ländern des Theravada wie Sri Lanka, Thailand, Burma, Kambodscha und Laos. Zweitens der Dharmagupta-Vinaya in Ländern des Mahayana wie Taiwan, Korea und Vietnam. Und drittens der Mulasavastivada-Vinaya in Ländern des Vajrayana wie Tibet, Bhutan, der indischen Himalaya-Region und in der Mongolei. Entsprechend würden wir 6 buddhistische Orden erwarten, 3 Frauen- und 3 Männerorden, die diesen 3 Vinayas folgen. Da aber die Nonnenorden der Theravadins und Mulasavastivadins um die erste Jahrtausendwende ausgestorben sind, gibt es nur noch 4. 3 Mönchsorden und einen intakten Nonnenorden, den der Dharmaguptakas. Sie alle verstehen sich als direkte Nachfolger des Buddha. Diese 4 Orden lassen sich nach Ländern und innerhalb der Länder nach Klöstern weiter unterteilen. Sie unterscheiden sich nicht zuletzt durch Farbe und Schnitt der Ordensgewänder. Obwohl die Ordensregeln weitgehend gleich sind und nicht geändert wurden, sind sie de facto im Laufe der Jahrhunderte dennoch in den Ländern und Kulturen angepasst worden. Zum Beispiel gibt es unter den Mönchen der tibetischen Gelugpa-Tradition ein Formular, das jeden Morgen präventiv rezitiert wird. Darin wird der Buddha pauschal gebeten, aufgrund der gegenwärtigen Situation bestimmte Dinge zu erlauben, die nach den Ordensregeln eigentlich verboten sind. Zum Beispiel kostbare Substanzen wie Geld zu berühren, wachsende Pflanzen abzuschneiden, Feuer zu machen, zu kochen oder Nahrungsmittel aufzubewahren. In den Mahayana-Klöstern gehören Kochen und Gartenarbeit zum Alltag, wogegen man in Theravada-Ländern traditionell von Almosen lebt, nicht körperlich arbeitet und auch kein Geld berührt. Allerdings bringen Laien so viel Nahrung und Kleidung in diese Klöster, dass der Almosengang von Haus zu Haus mit der Bettelschale auch immer seltener wird. Kompliziert ist die Situation für Frauen in der tibetischen und der Theravada-Tradition. Nachdem ihre Nonnenorden ausgestorben sind, haben Mönche ihnen die 10 bzw. 36 Novizregeln einer Schramanerika gegeben oder die 5 oder 8 Regeln einer Laienfrau mit Keuschheitsgelübde, eine Art Ordensanwärterin, vielleicht vergleichbar mit einer Postulantin. Sie alle tragen ein Ordensgewand und haben den Kopf geschoren, aber nur die Novizinnen gehören auch zum Sangha, da sie anstatt von, also zum Orden. Die anderen sind weiter Laienfrauen. Da sie anstatt von Nonnen von Mönchen ordiniert werden, aber nicht im Mönchskloster leben dürfen, ist ihr Rechtsstatus unklar. Sie gehören nicht zum Mönchsorden, sind aber von Mönchen abhängig und meist schlecht versorgt. Seit knapp 40 Jahren haben deshalb westliche, aber auch asiatische Novizinnen, chinesische, koreanische oder vietnamesische Nonnen gebeten, ihnen die volle Ordination zur Bhikshuni zu geben. Nach der Ordination und einer meist nur kurzen Ausbildung gehen sie dann zurück in ihre jeweilige Tradition und tragen dort dasselbe Ordensgewand wie die Mönche.
Diese Bewegung war 2007 auch Thema auf dem Internationalen Kongress zur Rolle der Frau im Sangha hier im Asien-Afrika-Institut. Jetzt komme ich zu buddhistischen Ordensgemeinschaften in Deutschland. In Deutschland gibt es asiatische Klöster, westliche Klöster im Aufbau und Ordensgemeinschaften, die Zentren angeschlossen sind. Die meisten Klöster stehen in der vietnamesischen Tradition, denn vietnamesische Flüchtlinge bilden die größte asiatische Gruppierung in Deutschland. Es gibt über 80.000, die meisten unter ihnen Mahayana-Buddhisten. Die größten Pagoden sind in Hannover, Hamburg und Berlin. Sie gehören der sogenannten Reine Landschule an. Zur Pagode in Hannover gehört ein Mönchskloster. Gründerabt ist der ehrwürdige Thich Nhat Hanh. Zu den beiden Pagoden in Hamburg und Berlin gehören Nonnenklöster mit etwa 8 bis 10 Nonnen. Die Pagode in Hamburg wird von der ehrwürdigen Äbtissin Bhikshuni Thich Nhat Duy Tham geleitet, die 1965 in Vietnam ordiniert wurde. In Frankfurt gibt es eine Pagode der Linchi-Tradition, der vietnamesischen Zen-Richtung. Dort leben zurzeit 25 Mönche und Nonnen verschiedener Nationalitäten, unter ihnen auch westliche Nonnen und Mönche. In Frankfurt und Berlin leben auch Nonnen des taiwanesischen Phu Quang Shan Ordens. Weltweit gehören der Gemeinschaft 1300 Mönche und Nonnen an. Die Organisation in Frankfurt versteht sich jedoch als internationaler buddhistischer Kulturverein. Das älteste Theravada-Kloster, das buddhistische Haus in Berlin, wurde 1952 gegründet und 1957 in einen Vihara für Mönche umgestaltet. Das Haus wird von einem Laien verwaltet. Bei Heidelberg wurde 2003 von der laotischen Gemeinde ein Theravada-Kloster gegründet. Westliche Klöster der Theravada-Tradition sind ebenso im Aufbau. In allen sind Gäste willkommen. Das erste war das Waldkloster Metta Vihara in den Allgäuer Voralpen. Dort leben drei Mönche. Es wurde 1997 von der deutschen Nonne Aya Khema gegründet, die 1956 in Sri Lanka Novizin wurde und erst 1988 im taiwanesischen Shilai Tempel in Los Angeles die volle Ordination nahm. Im Jahr 2007 wurde auch mit Hilfe des Buddha-Haus und dem Verein Buddhistisches Waldkloster das Nonnenkloster Anindya Vihara im Allgäu eröffnet. Dort leben zurzeit eine deutsche Bikuni, die 2004 in Los Angeles ordiniert wurde, eine Samaneri, also Novizin, und eine thailändische Gastbikuni. Auch wurde 2008 in Stamberg in Franken das Kloster Motudaya eröffnet. Dort wohnen zwei Deutsche und ein tschechischer Mönch und ein Anagarika. Sie folgen der thailändischen Waldklostertradition von Ajahn Chah. Im tibetischen Buddhismus gibt es mehrere Laienzentren, hauptsächlich der Kagyü- und Geluk-Tradition. Meist werden sie von Lamas oder Geshes geleitet. Zum Teil sind ihnen auch Nonnen und Mönche angeschlossen. Im Kamala-Shila-Institut in der Eifel leben zum Beispiel drei tibetische Mönche. Auch ihr Klausurzentrum in Halscheid wird von einem tibetischen Mönch geleitet. Das tibetische Zentrum in Hamburg wurde 1977 gegründet und maßgeblich von Geshe Thupten Ngawang und seinen deutschen Mönchen und Nonnen aufgebaut. Geshe Thupten legte großen Wert darauf, dass alle eine gute Ausbildung bekommen und die tibetische Sprache lernen. 1988 entschied der Verein, den Aufbau und die Unterstützung eines buddhistischen Mönchs- und Nonnenordens explizit als Ziel und Aufgabe in die Satzung aufzunehmen. Im Zentrum unterrichten heute tibetische Geshes und westliche Lehrer. Zur Ordensgemeinschaft gehören ein tibetischer Mönch, 5 buddhistische Nonnen und 2 Novizen. Klöster wurden bis jetzt nicht gegründet. In Deutschland gibt es viele Zentren, aber nur wenige Klöster. In beiden wird Buddhismus gelehrt, entweder gegen Gebühr oder auf Spendenbasis. Je nach Gründer oder Stifter liegt die Betonung auf einer monastischen Ausrichtung oder einer Ausrichtung auf berufstätige Mitglieder und die breite Öffentlichkeit. Buddhistische Zentren werden mitunter als eine Art modernes Kloster verstanden, in denen Nonnen und Mönche gemeinsam mit ihren Lehrern leben, studieren und praktizieren. In Asien haben diese Rolle die Klöster. Wer ein Ordensgelübde nehmen will, bittet dort um Aufnahme. Jetzt zu den Hindernissen bei der Gründung von Klöstern. Ob Ordinierte in Zentren oder in Klöstern leben, in allen Traditionen ist eine starke Fluktuation zu beobachten. Obwohl man ein lebenslanges Gelübde ablegt, treten viele wieder aus dem Orden aus. Grund dafür sind häufig interkulturelle Verständigungsschwierigkeiten und unerfüllte Erwartungen.
Vielen Nonnen und Mönchen ist das asiatische Klosterleben ebenso wie das westliche Zentrumsleben einfach zu hektisch. In Klöstern gibt es meist neben vielen Aktivitäten einen von morgens früh bis abends spät strikt geregelten Tagesablauf. Oft bleibt nur wenig Zeit für Studium und Meditation. Im frühen Buddhismus war es Sinn und Zweck des Ordenslebens, abgewandt von den vielfältigen Ablenkungen der Welt zu leben, um sich ganz dem Studium, der Meditation und der Weitergabe der Lehre aus eigener Erfahrung zu widmen. Motivation für die Ordination soll der Wunsch nach Befreiung aus dem Daseinskreislauf sein. Doch wie kann man heutzutage solch einen mehr kontemplativen Lebenswandel finanzieren? Wenn Klöster gutgehende Seminarbetriebe unterhalten, bleibt insbesondere kleinen Ordensgemeinschaften kaum Zeit für die eigene Ausbildung und Praxis. Auf Dauer von Spenden zu leben scheint ebenso unmöglich. Traditionell sichern Laien den Lebensunterhalt der Ordinierten. Aus ihren Reihen rekrutieren sich auch neue Nonnen und Mönche. Die ideale buddhistische Gemeinde besteht aus 4 Gruppen: Nonnen, Mönche, weibliche Laien und männliche Laien. Asiatische Buddhisten sind überzeugt, Verdienst anzusammeln, wenn sie Ordinierte durch Almosen wie Nahrung, Kleidung und Medizin unterstützen. Doch das funktioniert im Westen nur selten. Einige westliche Theravada-Klöster versuchen zwar, den Almosengang aufrechtzuerhalten, doch fragt sich, ob dies auf Dauer praktikabel ist. Im alten China und Tibet zumindest war Betteln nicht gut angesehen. In Tibet erhielten Klöster Steuern und darüber hinaus haben sie eigene Wirtschaftszweige entwickelt. Bis heute wird Handel mit religiöser Kunst und religiösem Handwerk getrieben, obwohl die Ordensregeln den Handel eigentlich verbieten. Argument: man treibt den Handel nicht für sich selbst, sondern für den Orden. Auch Garten- und Feldarbeit sind nach dem Vinaya verboten. Doch in Korea zum Beispiel gilt Gartenarbeit als Übung von Achtsamkeit und Teil des inneren Weges. Das zeigt, dass der Buddhismus sich den verschiedenen Kulturen durchaus angepasst hat. Auch gibt es hier im Westen einige administrative Hürden zu nehmen. Mir wurde zum Beispiel in den 80er Jahren die Eintragung des buddhistischen Ordensnamen in die Ausweispapiere verweigert. Erst durch eine Veröffentlichung in der Zeitschrift Standesamt wurde sie genehmigt. Ähnlich die Situation, als ein deutscher Bhikshu vergleichbar zu einem christlichen Priester die Freistellung vom Kriegsdienst beantragte. Ein anderes Problem ist die Sozialversicherung. Das tibetische Zentrum bemüht sich seit Jahren um die Klärung der Altersversorgung für seine Ordensmitglieder. In einer Dissertation zur Stellung der Ordensangehörigen im staatlichen Sozialversicherungsrecht heißt es, dass Angehörige nicht christlicher religiöser Lebensverbände, in Klammern buddhistische Mönche etc., zwar im weitesten Sinne als Ordensangehörige bezeichnet werden können, aber in der Studie außer Betracht bleiben, weil sie in Deutschland eine unbedeutende Rolle spielen. Ich habe vorhin mal schnell überschlagen, es sind vielleicht so 100 Mönche und Nonnen, die wir in Deutschland haben, wenn Asiaten und Ausländer zusammen, Deutsche mitgerechnet werden. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass für sie seit 1992 Sozialversicherungspflicht besteht, wenn keine Gewährleistungsentscheidung gemäß § 5 SGB VI vorliegt. Das Niedersächsische Landesamt für Besoldung und Versorgung hat zum Beispiel im Oktober 2006 seine Bereitschaft mitgeteilt, eine solche Entscheidung im Falle einer Klostergründung zu treffen. Nun zur Frage des sozialen Engagements. Hier im Westen erwartet die Gesellschaft von Ordensgemeinschaften eher nach christlichem Vorbild ein aufopferndes Leben nach dem Grundsatz bete und arbeite. Ein solches Engagement ist aus der Sicht des Mahayana durchaus möglich und je nach Definition auch aus Sicht des Theravada. Kranken- und Altenpflege sind bis jetzt zwar außerhalb des Klosters nicht üblich, doch studieren in Asien einige Nonnen und Mönche Medizin und arbeiten als Arzt. Manche Klöster haben eigene Schulen, Krankenstationen oder Gästehäuser. Gerade unter jüngeren Ordinierten ist dort soziales Engagement eine willkommene Alternative zur traditionellen Lebensform. Besonders deutlich wird dies in Korea und Taiwan. Dort setzen sich viele Nonnen oder Mönche im Bereich der Seelsorge ein, arbeiten als Lehrerinnen und Lehrer an ordenseigenen Schulen und Hochschulen, begleiten ambulante Krankentransporte und wachen am Sterbebett. Selbst in Theravada-Ländern, wo soziales Engagement von orthodoxen Mönchen strikt abgelehnt wird, gibt es Ordinierte, die im internationalen Netzwerk engagierter Buddhisten des Sulak Sivaraksa mitarbeiten.
Hier in Deutschland gibt es nur wenige Nonnen und Mönche. Die meisten machen Alten- und Krankenbesuche, Zeremonien bei verschiedenen Lebensereignissen, Beratung von Hilfsbedürftigen oder Spendensammlungen für sozial schwache Katastrophenopfer und Waisen, zum Beispiel in Indien und Bangladesch. In der Regel sehen sie die Gabe des Dharma, also der buddhistischen Lehre, als die höchste Gabe und somit als das höchste soziale Engagement. Denn eine positive Veränderung beginnt immer in einem selbst. Um den Dharma authentisch weiterzugeben, sind jedoch Studium und Praxis nötig. Perspektiven für die Zukunft. Neben der allgemeinen Ausbildung in der buddhistischen Lehre ist es Aufgabe von Ordinierten, sich im Vinaya zu schulen und die Rituale zu lernen. Dafür müssen sie in einer Ordensgemeinschaft leben, idealerweise im Kloster. Es ist Aufgabe der Klosterleitung, ein ausgewogenes Maß an Meditation, Studium und sozialem Engagement sicherzustellen. Asiatische Lehrer sehen es in der Regel nicht als ihre Aufgabe, Klöster für westliche Nonnen oder Mönche zu gründen. Die Initiative dazu müsste von ihnen selbst ausgehen. Doch meist engagieren sie sich in buddhistischen Zentren oder leben sehr zurückgezogen. Gemeinsam ist ihnen allen der Wunsch, tiefe Einsichten in die Lehre des Buddha zu gewinnen und die Lehre aus eigener Erfahrung weiterzugeben. In diesem Sinne könnte man Klöster als eine Art spirituelle Keimzelle betrachten. Manche Sponsoren haben durchaus Interesse, solche Projekte zu fördern. Doch das Konzept und der Wunsch, zusammenzuleben, muss von den Ordinierten selbst kommen. Man sollte sich jedoch vorher fragen, unter welchen Bedingungen Klöster im Westen überhaupt noch sinnvoll und förderlich sind. Wie geht man zum Beispiel mit Themen um wie Disziplin, Gehorsam, Genügsamkeit und dem traditionellen Rollenverhältnis Nonne-Mönch oder Laien-Ordinierte? Disziplin gilt als die Grundlage für die Entwicklung von Konzentration und Weisheit. Aber ist sie gleichzusetzen mit Gehorsam gegenüber Ordensälteren? Gehorsam ist nicht Teil des buddhistischen Ordensgelübdes. Oder wie ist es mit der Regel, dass Ordinierte kein Gold oder Silber berühren dürfen? Lässt sich daraus ein Armutsgelübde ableiten? Nach dem Vinaya muss Besitz beim Eintritt in den Orden nicht abgegeben werden, aber er darf auch nicht zum eigenen Vorteil genutzt werden. Man kann jemanden mit der Verwaltung beauftragen. Ordinierte dürfen nur 13 Gebrauchsgegenstände besitzen. Ein Notebook gehört zum Beispiel nicht dazu. Solche Dinge sind als Eigentum des Ordens zu betrachten und die Frage ist, ist das heute wirklich noch praktikabel? Ich denke, dass es durchaus mit dem Vinaya vereinbar ist, wenn Ordinierte, anstatt auf Almosengang zu gehen, ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Die Tätigkeit sollte aber im Sinne des Dharma einen Nutzen für andere haben, wie zum Beispiel soziales Engagement. Um persönlichen Besitz zu vermeiden, könnte der Verdienst an den Orden weitergereicht werden, der im Gegenzug eine Versorgungszusage machen müsste. Als Teilzeitbeschäftigte könnten Ordinierte während des Noviziats und die ersten 5 bis 10 Jahre nach der vollen Ordination mit erfahrenen Nonnen oder Mönchen wohnen, um Anleitung und Unterricht zu erhalten. Darüber hinaus sollte einmal im Jahr die traditionelle 3-Monats-Klausur stattfinden. In tibetischen Klosteruniversitäten hat man sie auf 6 Wochen gekürzt. Auf jeden Fall spricht man nur dann von einem Kloster, wenn die Pushada-Feier und diese Klausur regelmäßig stattfinden. Das Selbstverständnis westlich-buddhistischer Ordensgemeinschaften besteht darin, sich möglichst intensiv dem Buddhismus im Sinne der Erlösung zu widmen. Es geht nicht in erster Linie darum, etwas Sichtbares zu produzieren oder zu leisten, sondern um spirituelle Entwicklung und Verwirklichung. Solange ausreichend Zeit dafür bleibt und sichergestellt ist, dass Novizen und junge Nonnen und Mönche eine gute Ausbildung erhalten, ist es meines Erachtens durchaus sinnvoll, sich auch sozial zu engagieren. Regelmäßiger Rückzug zur Meditation sollte aber fest eingeplant sein. Da westliche Ordensgemeinschaften noch im Aufbau sind, sollte man nicht zu viel von ihnen erwarten. Zu wichtigen sozialen Herausforderungen wie zunehmende Armut und Gewalt, Arbeitslosigkeit, Überbevölkerung, Integration von Migranten, Drogenmissbrauch, AIDS-Epidemien, Trinkwasser- und Energiemangel sollten sich alle Buddhisten gemeinsam positionieren und nicht nur Ordinierte. Viele leisten schon jetzt in ihrem unmittelbaren beruflichen oder privaten Umfeld einen aktiven Beitrag. Aus buddhistischer Perspektive lässt sich die Welt durchaus positiv beeinflussen, indem man bei sich selbst anfängt, anderen ein gutes Vorbild ist und sich mit Gleichgesinnten zusammentut. Langfristig geht es Buddhisten jedoch in der Regel immer darum, Erleuchtung zu erlangen und somit das Dasein, das als leidhaft betrachtet wird, aufzugeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.